Die deutschen Frauen sind hiermit offiziell aus dem Turnier ausgeschieden. Wer hätte das gedacht? Wenn man sich die Gruppe anschaut, dann hätte man eher gedacht, dass es ein Spaziergang wird. So war es allerdings nicht. Man hat es wieder heute im Spiel gesehen, die ersten 10 Minuten gegen die Südkoreanerin komplett verpennt. Und so ist auch das 1:0 entstanden. Danach, muss ich sagen, war es teilweise gut, teilweise eher nicht so gut. Vor allem im Mittelfeld hat es mir überhaupt nicht gefallen. Viel zu statisch, viel zu wenig Bewegung. Wenn was ging, dann über außen. Und so wurde dann auch das 1:1 eingeleitet. Und wer hat es gemacht? Alexandra Popp. Für mich heute wieder eine absolute Leaderin auf dem Platz. Aber alleine kannst du ein Spiel im Teamsport nicht gewinnen. Hut ab an Colin Bell. Damit sind Marokko und Kolumbien im Achtelfinale. Bleibt dran, kommentiert, abonniert und wir sehen uns spätestens im Achtelfinale.